Long. Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir sind hier heute mal wieder an einem historischen Ort. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch. Historische Waldorte ist so eine inoffizielle Videoreihe, wo ich immer mal wieder gerne einen kleinen Teil hinzufüge. Und diesmal handelt es sich hier um die alte Einsiedelei aus dem Spätmittelalter auf dem Bromberg im Schönbuch. Das ist ein Waldgebiet südlich von Stuttgart, nördlich von Tübingen. Ein Naherholungsgebiet für Stuttgarter. Für alle anderen, die nicht aus der Region sind, wisst ihr jetzt ungefähr, wo wir uns befinden. Die Wälder dieser Umgebung hier werden schon seit unendlichen Zeiten zumindest teilweise genutzt. Nachweislich sind mindestens Siedlungsplätze aus der Mittelsteinzeit als früheste, mindestens, wenn nicht sogar noch frühere, Siedlungsspuren bzw. menschliche Spuren, und seitdem ist das Gebiet immer in Nutzung gewesen. Es wurde im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte zweimal nahezu vollständig abgeholzt, und auch der Grund, warum hier jetzt gerade nicht besonders viel Wald hinter mir zu erkennen ist, beziehungsweise nicht viele alte Bäume, liegt vor allen Dingen ausnahmsweise nicht an Abholzung, sondern an einem Sturmwurf Lothar. Jetzt kann man sich natürlich streiten, inwiefern wir an Lothar schuld sind. Lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber das ist der Grund, weshalb hier eben die Waldfläche so als, ja, also mit recht wenig und wenn dann eher kleinen Bäumen in der näheren Umgebung ausgestattet ist. Ja, also der Schönbuch ist durchaus mal ein Besuch wert. Nettes, wirklich ein nettes, tolles Waldgebiet. Viel Interessantes zu sehen, viele kleine Sehenswürdigkeiten entlang des Weges, unter anderem eben diese Einsiedlerei. Und um die soll es hier jetzt auch gehen. Erstmal ein paar Takte genereller Art zu Einsiedeleien. Die Idee, sich aus religiösen oder aber auch persönlichen Gründen, dazu komme ich gleich, aus der Zivilisation zurückzuziehen, ist was im Christentum schon relativ lange bekannt ist. Auch schon vor dem eigentlichen Hochmittelalter gab es bereits Einsiedler, die dann wahrscheinlich wirklich größtenteils aus religiösen Gründen es vorgezogen haben, die Gesellschaft zu verlassen, um entweder nur mit sich selbst oder nur mit Gott oder zumindest unter Vorgabe, nur an Gott interessiert zu sein, lieber nur mit sich selbst, die Zeit verbringen wollten und einfach ein bisschen ihre Ruhe haben wollten und sich zur Natur hingezogen fühlten. Interessant ist, dass die Gründung von Einsiedeleien dann mit den großen Städten, den ersten wirklich großen Städten, die wir so zumindest in Mitteleuropa bekommen haben, sprunghaft angestiegen ist. Also das Bedürfnis bei immer größerer Zivilisation, immer größeren Menschenmengen und immer weniger Nähe zur Natur, sofern man dann in einer Stadt gelebt hat, in selbrige Natur abzuhauen und diese als Rückzugsort zu nutzen, gab es also bereits im Mittelalter. Man könnte meinen, die hatten im Mittelalter genug Natur und die war zu allem Überfluss auch noch feindlich und durchaus nicht ungefährlich, aber doch, da gab es auch schon eben dieses Bedürfnis. Jetzt muss man sich allerdings vorstellen, dass ein Einsiedler, einer oder vielleicht auch zwei, drei, bis zu drei wäre vorstellbar, die hier gehaust haben, mein Dörfer davon ausgeht, dass es wahrscheinlich wirklich nur einer gewesen ist, dass die jetzt nicht unbedingt die super, super einsam gewesen sind. Wir befinden uns hier am Ende des Hochplateaus vom Bromberg. Das ist der höchste Berg der Umgebung mit 500 und ein paar zerquetschten Metern. Also damit schon einer der abgelegensten Punkte, die man hier so irgendwo finden kann. Der nächsthöchste Berg ist immer recht abgelegen. Trotzdem waren zumindest im Hochmittelalter diese Wälder stark frequentiert und hoch genutzt von Jägern, die hier mit Sicherheit Obdach gefunden haben und mal eine Nacht übernachten durften, wenn sie auf der Durchreise waren, von Holzarbeitern, die hier Holz gemacht haben, und sonstigen Waldberufen, die es hier gegeben hat. Und da man sich ja als Einsiedler der christlichen Nächstenliebe verschrieben hatte, in der Zeit war das üblich, Einsiedeleien auch zu besuchen, wenn man irgendwie Hilfe gebraucht hat. Da gibt es verschiedene interessante Quellen und Geschichten dazu. Wer hier genau gehaust hat, ist leider gar nicht überliefert. Auch das ist bei anderen Einsiedeleien teilweise anders, und man hat sie auch
in einem ziemlich desaströsen Zustand. Erst 1974 offiziell entdeckt, diese Anlage hier, hat dann bereits erste Grabungen durchgeführt und die Mauern, die man hinter mir sehen kann, teilweise freigelegt. Zur Forschungsgeschichte gehört aber auch, dass 1999, also fast 2000, am zweiten Weihnachtsfeiertag eben besagter Lothar, den ich schon erwähnt hatte, hier auch auf einer Ecke des Gebäudes, auf dem gerade die Kamera steht, sage ich euch gleich, eine Buche stand. Ja, und diese Buche ist dann ebenfalls mit umgerissen worden, als Lothar kam, und hat einen Großteil des Gemäuers damit weggerissen, weil das in der Wurzel sozusagen hängen blieb. Und das hat man dann hinterher rekonstruiert, damit die Grundrisse und die Mauern hier noch so vorhanden sind, wie man sie auch 1974 angetroffen und freigelegt hatte, bis auf eben das, wo die Buche drauf stand. So eine Buche kann durchaus auch Ärger machen. Ja, und das Resultat ist diese wunderschöne Ruine mit diesen zwei Fundamenten. Ich finde solche Worte wahnsinnig faszinierend, falls ihr das noch nicht gemerkt habt und noch kein sehr ähnliches Video dieser Reihe gesehen habt. Und wir werden jetzt mal ein bisschen rumspekulieren, wie man hier gelebt hat, damals wirklich noch ziemlich mitten in der Natur und wahrscheinlich auch von dichten Wäldern umgeben. Und weil man vielleicht ja wirklich keinen Bock auf die Zivilisation hatte. Etwas, was ich heute gut nachvollziehen kann. Und weshalb sind mir Einsiedler immer sehr, sehr sympathisch gewesen und geblieben und so weiter. Man muss allerdings dazu sagen, auch wenn mir der Gedanke gefällt, dass man hier wegen Genervtheit von den Menschen untergekommen ist, ein tiefe religiöses Glaubensbekenntnis, dass man aus irgendwelchen Gründen näher bei Gott ist, wenn man im Wald hockt oder sowas, könnte auch durchaus mit massiv Grund gewesen sein, weshalb hier geeinsiedelt wurde, denn die Einsiedlerei wurde nie wieder genutzt, nachdem Württemberg evangelisch wurde, 1500 ungrad, ich blende euch die genaue Zahl unten ein, weil danach gab es auf jeden Fall keinen katholisch gläubigen Einsiedler mehr, der hierher wollte, und bei den Evangelien scheinbar überhaupt keine, und dementsprechend hat sich dann das Ganze erledigt gehabt. Ja, fast ein bisschen schade, dafür haben wir jetzt eine spannende Ruine und die gucken wir uns jetzt eben, wie gesagt, genauer an. Ja, auffällig ist sicherlich dieser Steinklotz, der hier in den Umrissen der Kapelle drin steht. Das ist nämlich wahrscheinlich auch ein ebenfalls 1974 bereits rekonstruierter Altarklotz, der wohl historischen Ursprungs gewesen ist, weil wo hätten sonst diese Steine und vor allen Dingen die große Deckplatte des Altars herkommen sollen? Wofür hätten die sonst da sein sollen? Deswegen darf man wohl davon ausgehen, dass hier tatsächlich ein solcher gemauerter Altar in dieser Kapelle gestanden haben wird. Die Kapelle ist in angemessen der Tatsache, dass hier wahrscheinlich nur ein einziger Einsiedler gehaust hat, der mal hin und wieder Gäste hatte, relativ geräumig. Ne? Ich laufe mal ab, das ist ungefähr ein Meter, zwei, drei, ja so dreieinhalb, sagen wir mal 4 Meter breit, wenn man jetzt die Unebenheiten des Bodens und so weiter und so fort rausrechnet, und in der Länge ungefähr doppelt. Ja, wir machen nachher noch Großaufnahme, beziehungsweise blende ich euch ein, ich habe noch diverse Fotos gemacht. Und ja, also gar nicht mal so klein. Natürlich ist es eine vergleichsweise kleine Kapelle, aber wir reden hier von einer Einsiedlerei. Das heißt, die Einsiedler müssen sich hier wirklich Mühe gegeben haben mit dem Erstellen des kleinen Kapellchens. Die war eingeschossig, wird ein Holzschindelspitzdach vermutlich gehabt haben, geht man davon aus. Möglicherweise noch ein kleines Türmchen und mindestens 2 Fenster. Nach dem, was ich recherchieren konnte. Aber das sind vielleicht auch eher Vermutungen. Beachten wir noch ein bisschen das Mauerwerk. Dafür Wackelkamera. Man kann hier an den Fundamenten ganz gut erkennen, wo wir es noch mit Originalresten von Mörtel, den man so nicht verwendet hat, zu tun haben. Hier zum Beispiel, wenn die Fugen zwischen den Steinen also wirklich deutlich groß sind und da kaum noch was zu erkennen ist, was überhaupt als Kitt dienen könnte, um die Steine zusammenzuhalten, das ist original. Während hier oben
offensichtlich so eine Art Zement verwendet worden ist. Das ist leider wahrscheinlich so nicht mehr original, auch wenn es inzwischen schon wieder ein bisschen alt aussieht. Also man hat wohl auch bei den Rekonstruktionen von 74 bereits hier noch ein bisschen nachgeholfen und den einen oder anderen Stein wieder aufeinander gesetzt. Ich versuche dazu aber auch noch mal ein bisschen zu recherchieren und würde gegebenenfalls hier dann auch per Voice-Over oder Texteinblendung noch was ergänzen. Insgesamt ist es durchaus bemerkenswert, wie viel Mauerrest hier doch noch erhalten geblieben ist. Da habe ich schon ganz andere Gemäuer. Andererseits, gut, so alt ist es auch noch nicht. Also zum Beispiel Sachen von den Römern. Da ist das, was an Mauer noch da ist, zwar auch hervorragend erhalten, ist aber auch viel, 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 viel älter als eben aus dem Hochmittelalter. Ne? Von 13 bis circa 1500 geht die Zeitspanne, wo man vermutet, dass diese Einsiedlerei gegründet worden ist. Genauer kann man das noch nicht mal einschätzen. Und da muss man sich schon vorstellen, die Römer, die waren nochmal ja, bis zu 1500 Jahre vorher da und haben trotzdem noch Mauern hinterlassen, die in ihrer Stabilität und in ihrem Erhaltungszustand mit diesen hier definitiv mithalten können und mitunter sogar noch besser sind. Ne? Also das ist schon bemerkenswert, was die Römer an Baukunst hinbekommen haben. Nichtsdestotrotz ein sehr solides Gebäude. Man darf davon ausgehen, dass die Kirche, also die Kapelle hier komplett eben bis auf das Dach aus tatsächlich Stein bestanden haben wird. Was ist das für Stein? Das sind hier Sandsteinklötze, die man hier in der Gegend auch finden kann. Das müsste größtenteils Stubensandstein tatsächlich sein. Den konnte man also immer mal wieder an verschiedenen Stellen hier im Schönbuch abbauen. Insbesondere im Mittelalter dürfte es noch recht einfach gewesen sein, solchen zu finden. Inzwischen ist der knapp. Es gibt noch einen Steinbruch, wo noch welche abgebaut wird und damit wird regelmäßig das Ulmer Münster restauriert, weil es ursprünglich aus diesem Stubensandstein hergestellt wurde und dann nimmt man gerne das gleiche Material, um es zu restaurieren. So, das zur Kapelle. Mehr kann ich dazu auch leider gar nicht sagen, auch wenn die wirklich spannend ist und schön anzuschauen. Wir gehen zum Wohnhaus. Da gibt es noch mal ein paar Überraschungen. Ja, das hier also das Fundament des Wohnhauses. Man würde eigentlich vermuten wollen, dass bei der Mühe für eine so vergleichsweise große Kapelle auch eine halbwegs vernünftige Größe des Wohnhauses drin gewesen wäre. Aber scheinbar ist das nicht der Fall gewesen. Einsiedler wollten traditionell ja auch sehr bescheiden unter wirklich ziemlich ärmlichen Bedingungen leben. Was uns vor die Frage schmeißt, hatten die hier nicht noch irgendwo einen Stall? Weil hier wirklich doch weit ab vom Schuss könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es von Vorteil gewesen wäre, zumindest mal eine Ziege oder Ähnliches zu halten, um ein bisschen Milch von der Ziege bekommen zu können oder zumindest ein paar Hühner vielleicht. Irgend sowas in die Richtung, eine gewisse Viehhaltung als Vorratsquelle zu haben, weil wenn es das nicht gegeben hat, dann muss der Einsiedler hier oder die Einsiedler, wie immer, dafür verantwortlich gewesen sein, häufiger mal irgendwo in die Zivilisation zurückzukehren, um dort einzukaufen, um sich zu versorgen, weil es ist auch nicht anzunehmen, dass irgendwo hier an dieser Hanglage, die auch damals schon Hanglage gewesen ist, irgendeine kleine Landwirtschaft oder ähnliche stattgefunden hat. Bestenfalls wird er noch einen Garten gehabt haben und sich noch ein paar Möhrchen oder keine Ahnung was, Rüben, garantiert Rüben, entsprechend angepflanzt haben. Aber man könnte sich schon gut vorstellen, dass irgendwo noch Tiere gehalten worden sind. Dann aber mit Sicherheit in einem Holzgebäude, dafür wird man nicht mit Stein gebaut haben. Und das allein, wo ich hier drin stehe, wäre wirklich ein bisschen sehr winzig als Wohngebäude, selbst für einen Einsiedler. Und deswegen ist das hier auch ein zweigeschossiges Gebäude gewesen. So, woher weiß man das? Die Mauern sind ja offensichtlich nicht mehr besonders hoch. Ja, das liegt daran, dass das Obergeschoss vermutlich vollständig aus Holz bestanden hat und es sich bei dem, wo ich hier drin stehe, nur um einen kleinen Keller oder Abstell- oder Lagerraum gehandelt haben wird oder vielleicht auch alles drei zusammen.
Und wahrscheinlich der Zugang zu den oberen Stockwerken dann noch durch eine hölzerne Außentreppe oder irgendwas Vergleichbares erfolgt ist. Das Ding hier muss mindestens ein Fenster gehabt haben, weil man aufgrund der Fundamente erkennen kann, dass irgendwo Platz für ein Fenster gelassen ist. Vielmehr hat man hier diese interessanten Stein gefunden, der eben so eine Schiebrille aufweist und dazu einen steinernen, ja, Fensterladen, wenn man das so nennen möchte. Und beides zusammen hat dann also als kleines Fenster wahrscheinlich für das Untergeschoss fungiert. Das dürfte nicht besonders hell gewesen sein, aber ein bisschen Licht hat es reingelassen und war vor allen Dingen wahrscheinlich relativ sicher gegen was auch immer. Warum man sich für so ein Steinfenster entschieden hat und dafür das verschließbar herzustellen, das dürfen wir jetzt spekulieren. Mit Feinden wird die Einsiedlerei sicherlich nicht gerechnet haben. Und ich weiß auch nicht, ob das so stabil gewesen wäre, um einem starken Stoß mit weiß ich nicht, einem Speer oder einer Axt, einem Axthieb oder sowas zu widerstehen. Deswegen, ja, ist interessant. Habe ich so jetzt auch noch nirgends gesehen. Aber gut, ich bin ja auch kein Archäologe, sondern nur interessierter Laie, ne? Ja, und was gab es eigentlich zu trinken? Diese Quelle, die auch heute noch ordentlich Wasser führt, befindet sich circa 7 bis 8 Meter unterhalb von der Kapelle, hinter einem kleinen Hang, und die wird es auch damals schon gegeben haben. Plätschert munter vor sich hin, es ist nicht davon auszugehen, dass in trockenen Jahren die großartig austrocknen wird, und zumindest ein bisschen Wasser darf man da immer erwarten. Die Fassung wird nicht mehr direkt aus dem Mittelalter stammen. Der Quelle aber, dass hier eine ist, ist kein Zufall, und wahrscheinlich wurde der Ort der Einsiedlerei so gewählt, dass man ihn eben durch das Vorhandensein der Quelle hier den idealen Ort gefunden hat. Deswegen befinden wir uns übrigens auch nicht auf dem Gipfel des Brombergs, sondern am Rand des Plateaus, denn auf dem Bromberg liegt Mergel. Und unten drunter, also quasi hier genau auf Höhe unserer Quelle, befindet sich wasserundurchlässiger Sandstein. So, Mergel ist als Gestein relativ wasserdurchlässig, heißt, alles, was oben auf der Kuppe des Berges abregnet, fließt runter bis auf die Sandsteinschicht, und dann fließt es quasi an der Sandsteinschicht entlang, bis die aufhört. Und wo hört die auf? Naja, da, wo der Berg zu Ende ist, und dann tritt an der Stelle gegebenenfalls eine Quelle aus. Und genau das ist hier auch entsprechend der Fall. Also Glück gehabt, beziehungsweise genauso ausgesucht vom Einsiedler. Ja, und das wäre es dann zur Einsiedlerei auch gewesen. Ich finde es hier wirklich ganz, ganz toll. Es ist kein Geheimnis, wo dieser Ort liegt, das kann man rausfinden. Dementsprechend würde ich euch vielleicht sogar noch eine Karte einblenden, falls ihr hier mal herkommen solltet in die Gegend. Mir macht auch nichts kaputt, wenn ihr hierher lauft. Das ist harmlos. Auf normalen Vorstraßen herwandern, dann hier auf den Trampelfaden rumlaufen, da macht man nichts kaputt, ne? Also von daher, wen es interessiert. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!